du stellst dir das ja so schön vor, gell? Aber das ist mehr eigentlich, weißt du, den ganzen Tag nur. Weißt du, und. Deine Mami ist so ein echter Milchbauer klingt. Aber Brüssel überschüttet euch da vorne nicht mit Subventionen. Ja, bloß die Agrarfabriken, nicht uns Klorne. Ja, jetzt bitte, ihr kennt ja meine eigene Stimme nicht. Das geht jedem nur beim ersten Mal. Warte mal, bis du das im Schnelldurchlauf hast. Das ist ja wieder Donald Duck nach der dritten Mass. Wo haben wir noch einen Wein? Ja, ein bisschen ist noch da. Und jetzt gibt's mir noch eine von den Wunderpillen. Hey, Sepp, mit Alkohol sind die echt nicht ungefährlich. Okay. Wenn ihr eine Grippe habt, dann nehme ich einmal die doppelte Ladung Mediziner, sonst wird's ja nicht bei mir. Aber das sind keine Grippepillen. Das sind Speedrunner. Ja. Doppelte Ration für den Sepp, der sowieso keine Zukunft mehr hat. Mhm. Was ist denn jetzt los? Jetzt wird's wie. Mir wird so leicht. So anders. Ich heb ab. Was machst du denn, wenn die zweite zu wirken beginnt? Ja, gib mir mal das. Ich schwebe durch Raum und Zeit. Die Welt wird immer kleiner unter mir. Hey, wo willst du denn hin, Sepp? Ich fliege in ein anderes Sonnensystem. Weit, weit weg. Super, du galaktischer Raubritter, aber ohne mein teures Teil, bitte. Ich bin der intergalaktische Sepp ohne Zukunft. Jawohl. Juhu! Ja, naja, sag ich doch. Jetzt habe ich dieses Jahr 20% weniger verdient und muss genau dieselben Steuern zahlen. Wirst du halt weniger ausgeben haben? Na ja, freilich. Gebe ich nicht so viel aus, wenn ich weniger einnehme. Haben wir es schon. Mach halt einmal wieder ein paar Schulden. Und außerdem, Mama, über die Steuer redet man nicht, bevor man ins Bett geht. Es ist einfach zu selten was los bei uns. Was heißt doch zu selten was los, Mama? Letzte Woche war der Kieferorthopädenkongress. Da waren die führenden Kieferorthopäden Europas waren alle in Parteien. Da hab doch eh nichts davon. Das sind doch keine Leute, die wo bei mir übernachten. Na, da müsst's einen Bierdeckelsammlerkongress geben oder Schildkrötenzüchter oder Staubsaugervertreter. Das ist meine Kundschaft. Oder Wallfahrer. Ja, wir müssten wo sein, wo wer die Mutter Gottes gesehen hat. Man muss halt schauen, dass du eine Erscheinung hast. Man ist ja nicht so meisig, dass das Geschäft mit der Jungfrau immer bloß Kirch macht. Oder Kirchentag. Der Papst in Tölz. Der Papst in Tölz, Mama. Mama, sei froh, dass wir überhaupt in Bad Tölz sind, wo wir noch in Kogelreiter mal überhaupt nichts los. Du machst das schon sehr einfach. Aber so seid ihr Beamten, gell? Bloß nicht aufregen, solange das Volk brav zahlt. Wow. Oh, ist das abgefahren. Gratuliere. Wir sind halt so schnell geflogen, ich hab bloß noch Farben gesehen. Farben und so Kreise und Linien. Fast wie eine Spirale. Was ein Wahnsinn. Sag mal, und wo kommt dann die Frau her? Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, die ist nicht mehr so ganz voll drauf. Na, war's bestimmt auch in dem UFO. Guten Morgen.
Frau. Ich möchte Ihnen gern Frau Dr. Körner vorstellen. Sie vertritt mich hier für 14 Tage. Grüß Gott. Tag, aber das wäre doch gar nicht nötig. Ich meine, in den letzten paar Wochen ist hier überhaupt nichts passiert. Das ist Frau Lorenz, sie kommt aus Berlin und hat sich hier sehr gut eingearbeitet. Und das ist der Hauptkommissar Berghammer. Freut mich, angenehm. Grüß Gott. Sie sind aus München, oder? Ja, das bin ich. Dann hätten Sie es ja von da aus dann auch machen können eigentlich. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihr Büro. Nehmen Sie einen Kaffee? Danke, vielleicht später. Ein Stück Kuchen? Nein, danke, ich bin auf Diät. Ach, Diät macht es auch, dann macht jeder Diät. Das Letzte, was man nicht Diät machen. Na Gott sei Dank, es ist das einzige Stück. Ja, Dirk, da hast du jetzt schon wieder noch ein bisschen was weggegessen. Jetzt schau dir mal hoch. Ich habe abgenommen. Ja, aber du musst das halten, du hältst das ja nicht. Psst, Lorenz. Auf und ab immer. Lorenz? Wo? Ja, wir kommen sofort. Ich habe nur nichts berufen, wir haben eine Tote. Ich habe doch gesagt, ein Übel kommt selten allein. Mann, das sieht ja aus wie in England. Ja, Bayern International. Guck an. Hallo, Kollegen. Servus, grüß euch. Tag, Doc. Servus, morgen. Oi. Und, was gibt's? Tja, so merkwürdig. Ich kann nirgends eine Wunde entdecken. Aber die Frau muss 8 bis 10 Stunden tot sein, also gegen 23 Uhr, wenn man den Mittelwert nimmt. Und überhaupt keine Verletzungen? Jedenfalls keine äußerlichen. Kannst du was sagen? Tja, das wäre medizinisch nachvollziehbar. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass sich jemand auf so einem Felsblock liegt, so da liegt und an Herzversagen stirbt? Wir schauen aus mit Gift. Ja, das wird die Obduktion zeigen. Aber ihr wisst ja, der Trick eines Giftmordes ist, Normalität vorzutäuschen. Ja, das ist hier ganz bestimmt nicht. Sieht eher aus wie so geopfert, Altarstätte und so. Allerdings. Danke. Servus. Tschüss. Macht's mir ein Foto, weil ich hab grad die Leiter gecheckt. Die steigt ein bisschen nicht auf. Ey. Das stimmt. Ach, da unten parkt das Auto des Opfers. Kommen Sie zur Ruhe, Brunner, sonst trifft sie noch der Schlag. Die Bonpapiere waren im Handschuhfach. Wissen wenigstens, wie die heißt? Anna von Wert. Doch nicht etwa die berühmte Schriftstellerin. Wer sind jetzt Sie? Na, ich habe Sie angerufen. Alice Treffler, Tölzer Kurier, Volontariat, hallo. Was machen Sie in Kuhlreuth? Naja, eigentlich hat mich mein Chef gestern hierher geschickt, damit ich eine Routineuntersuchung und Befragung bei den Landmännern zur Agrarreform mache. Konnte ja keiner wissen, dass ich heute Morgen eine Leiche finde. Aber ist gar nicht so schlecht für meinen ersten Solo-Auftrag, oder? Haben Sie gerade noch Landmänner interviewt? Nö, ich habe mit dem Sepp gestern Abend noch beim Lagerfeuer gesessen, da unten auf der Wiese. Ja, und irgendwann bin ich dann eingeschlafen. Wer ist der Sepp? Der Gschwendtner Sepp. Wann war das? Ich habe doch nicht auf die Uhr geschaut. Aber sagen Sie, handelt es sich bei der Toten wirklich um Anna von Wert? Oh Mann, dann ist das ja ein Promi-Mord. Wie geil. Jungjournalist, überhaupt kein Respekt vor nichts, was uns gerade noch gefällt. Moment mal, Anna von Wert, aber ich habe den Namen schon mal gehört. Ich glaube, ich habe sogar ein Buch von dir gelesen, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie der Titel war. Habt ihr rausgefunden, wer dieser Gschwendtner-Sepp ist? Das ist der Sohn von dem Bauern, dem die Wiesen, da kehrt der Hof, der liegt da unten. Die Polten lieber im Auge. Weshalb? Ja, dieser Sohn unter gemeingefährlichen Halluzinationen leidet. Und angeblich gestern nach der UFO gesehen hat. Weil bloß im Biblim, ey. Das haben Sie wirklich richtig verstanden, ja? Mhm. Ihr Kollege hat die Wahrheit gesagt. Heute Morgen, das war das Erste, was mir der Sepp erzählt hat. Seine galaktische Reise mit dem UFO. Aber da müssen Sie es doch auch gesehen haben. Oder zumindest gehört. Das ist doch ein Krampf, ist ein Schwachsinn, sowas. Nichts lieber als das. Aber wie ich schon sagte, ich hab gepennt. Dann treffen wir zusammen unter uns, jetzt gehen Sie es halt einmal zu. Sepp hat ein bisschen Rausch gehabt, oder? Dann vergessen wir es mit dem UFO und da kehrt wieder Ruhe ein. Ah, ist doch ein annehmbarer Deal, finde ich. Ich meine, ich möchte, dass irgendwann einmal eine Zeitung schreibt, und jemand erzählt, dass unser Opfer vom IT entführt oder worden ist oder was umgebracht worden ist. Aber es waren doch keine Drogen im Spiel. Was soll ich denn sagen? Fragen Sie doch den Sepp, wenn Sie mir nicht glauben. Na gut, wir haben ein bisschen Wein getrunken, aber das war auch alles. Ja, aber ein bisschen viel Rotwein kann die Fantasie auch sehr beflügeln. Das ist gut. Ja, grüß Gott, dann sind Frau Gschwendtner. Ja. Wer kann man mein Name? Kriminalpolizei Bad Tölz, ist meine Kollegin, die Frau Lorenz. Wir müssen mal mit ihrem Sohn reden, bitte schön. Ja. Und kann ich noch mal schnell Ihr Telefon benutzen? Sie wissen ja, wo Sie es ging, ne? Danke. Tag. Anderl. Ja, lass mich in Frieden mit dem Blödsinn. Ich war der ein Spinz. Ich hab mir schon überlegt, ob ich uns im Haushalt durchrufen sollte. Aber körperlich fettert dem Buben scheint's nix. Sepp! Sepp! Ist er vielleicht jetzt da oben? Sepp, warum rührst du dich nicht? Da sind zwei Herrschaften von der Polizei für dich. Geh wieder in meine Küche, gell? Schon recht, danke dabei. Mein Name ist Lorenz, Kripo Tölz, Kollege Berghammer. Sehr schön. Gut. Das Gerät her. Vom Großvater ausgeben.
Mhm. Der ist aber schon gestorben. Und was sieht man damit so tagsüber? Naja, am Mond zum Beispiel. Den Mann im Mond gibt's aber nicht. Haben Sie schon immer so einen obskuren Hang zum Himmel gehabt? Was ist denn da heute noch gewesen? Was soll denn da passiert sein? Erzähl mal. Nee, das kann ich selber nicht so genau beschreiben, gell? Versuchen Sie es. Nein. Es war. Es war einmalig. Die Farben. Und die Geschwindigkeit war da. Ja, schnell war es auch. Jetzt weiß ich mal aus, ich sag dir genau, wie das war. Die Journalisten, die Treffler, haben sie erzählt, ob sie einen Rotwein gesoffen, hast dann Vorrausch gehabt und bist über diese Keltenschanze gestolpert, dabei bist du über diese Tote, über das Opfer drüber gefallen, die anscheinend am Schlag gestorben ist wahrscheinlich, und hast dich auf diesen Opferstock gelegt, hast du die Arme ausgebreitet und dann bist du eingeschlafen vor lauter Rausch, oder? War es so oder so ähnlich? Nein, eigentlich nicht. Wenn es so war, Sepp, dann war es ein grober Unfug. Das sind ein paar hundert Mägel für das Rote Kreuz und dann ist wieder der Spuk vorbei, dann haben wir wieder unser königlich bayerische Ruhe, können wir uns auf das einigen. Ja, und was ist mit dem UFO, mit dem ich mitgeflogen bin, ha? Chef, stellen Sie sich vor, wir haben so ein Schwein gehabt. Bei der Toten handelt es sich um Anna von Werth, die berühmte. Ist Ihnen ein Begriff? Ist das nicht geil? Jetzt haben wir eine tote Promi und einen jungen Bauern, der eine Begegnung mit der dritten Art hatte. Die Polizei versucht das im Moment noch zu vertuschen, aber hören Sie doch mal zu. Diese Geschichte ist heißer als kochende Lava. Ja, das ist der erste außerirdische Mord und wir waren dabei. Sind die alle, das sollen wir sie wieder mitnehmen. Ach nö, danke. Und was hat der Sepp so gesagt? Kein Kommentar. Ich bitte Sie, ich fange doch erst an und das ist mein erster Mord. Das war keiner, wieder schon. Und, was machen wir jetzt? Schauen wir uns das Haus von der Schiffstellerin an. Das auf einmal so schnell her. Großvater. Und du kannst dich wirklich an gar nichts mehr erinnern? Ich meine, an das Lagerfeuer? Du kannst dir das einfach nicht vorstellen. Da waren so unglaubliche Farben. Und eine Geschwindigkeit. Kannst du dir das gar nicht vorstellen, wie schnell das so ein UFO fliegt? Und du bist dir ganz sicher, dass du da oben mit keiner Frau gesprochen hast oder irgendjemanden berührt oder mit irgendjemandem Kontakt gehabt? Na, was für eine Frau? Ach so, den meinst du? Naja, die habe ich halt heute früher gesehen. Da bist du ja dabei gewesen. Jemand zu Hause zu sein. Ein fahrzeugmäßig im Zeichen des Sterns. Anscheinend verdient man einen Haufen Geld mit dem Krampf. Ich weiß, dass ich was von dieser Anna von Werth gelesen habe. Du liest da den Kerl. Das habe ich mir nicht anders erwartet. Tut mir leid, ich finde keinen Hausschlüssel. Gehen Sie hinten rum. Die Tür neben der Küche ist offen. Du bleibst da und schaust, dass er nicht abhaut. Du traust wohl keinem mehr. Solange ich nicht gesehen habe, wirklich nicht. Guten Tag. Was ist das? Werden Sie von Frau von Werth erwartet? Kann man so nicht sagen, weil wir uns erst heute davon kennengelernt haben. Wer sind Sie? Mein Name ist Riesberg. Ich bin Annas Verleger. Mein Name ist Berghammer, Kriminalpolizei Bad Tölz. Um Gottes Willen, was ist passiert? Können wir uns auf folgende Vorgehensweise einigen, dass Sie die Fragen stellen und Sie die Antworten geben? Also, waren Sie mit der Frau von Werth verabredet? Kann man wohl sagen. Ich warte bereits seit einer Stunde auf Sie. Dann fiel mir diese Tür ein, deren Schlüssel Sie immer unter die Fußmatte legen. Also, in Ihrer Post war nichts Besonderes. Zeitungen, Prospekte, Rechnungen, das Übliche halt. Na, hören Sie mal, das können Sie doch nicht machen. Ah, das ist meine Kollegin, die Frau Lorenz. Tag. Tag. Das ist der Herr Riesbach. Riesberg. Riesberg, der Verleger von der Frau von Werth, der war mit ihr verabredet. Ah, ja, dann können Sie mir vielleicht sagen, was die Frau von Werth so für Bücher geschrieben hat. Anna schreibt populäre Sachbücher. Die letzte erregte großes Aufsehen und wurde in 39 Sprachen übersetzt. Ja, und wie heißt das Wunderwerk? Die neuen Sklaven. Ah,
ich erinnere mich, die neuen Sklaven. Ich habe ein bisschen drin rumgeschmökert, ja. Und wer sind die neuen Sklaven? Na, ihr. Wo ist die Bayern? Männer. Also sie geht davon aus, dass es in 100 Jahren nur noch zwei Sorten von Männern geben wird. Die Arbeitssklaven und die Lustobjekte. Können wir uns ja aussuchen, wo ich dazugehöre. Ja, und die Fortpflanzung findet nur noch unter strengsten genetischen Prämissen statt. Also fällst du nicht drunter. Wo bleibt denn nur Frau von Wert? Hat mein Kollege Ihnen nichts gesagt? Frau von Wert wurde heute früh tot in Kugelreuth aufgefunden. Etwa auf dieser Keltenschanze? Woher wissen Sie das? Dort ist sie zu allen möglichen und unmöglichen Zeiten hat sie sich aufgehalten. Sie behauptete, der Ort, eine alte Kultstätte, würde sie inspirieren. Ich muss sofort ihr neues Pferd in sich. Sie ahnen ja nicht. In unserer heutigen Zeit werden auch und vor allem Ideen, Konzepte, Analysen geklaut. Und das weltweit. Halt nichts so lernen. Finger weg. Mein Gott, sie wird doch nicht alles vernichtet haben. Das wäre eine Katastrophe. Die Diskette. Es muss eine existieren. Sie hat nämlich nie eine Sicherheitsdiskette angelegt. Obwohl ich ihr das tausendmal gesagt habe. Sie sind unter uns. Jetzt legen Sie es einmal hin, Sie machen lauter Fingerabdrücke drauf, Luzifix. Das ist der Titel von Annas neuem Buch. Die Arbeit von 3 Jahren. Ich sollte heute das erste und einzige ausgedruckte Exemplar in Empfang nehmen. Entschuldigen Sie mal literarische Unwissenheit, aber wer ist unter uns? Na, die Visitors. Besucher vom anderen Planeten. Außerirdische Intelligenz. Sie muss auf erstaunliche Erkenntnisse gestoßen sein. Sagen Sie mal, kann es sein, dass jemand etwas gegen diesen Roman hatte? Eine solche Person kann es nicht gegeben haben, nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Anna hat außer mit mir zu niemandem über ihre Arbeit gesprochen. Unter keinen Umständen. Sie war eine geradezu krankhafte, wie nennt man das, eine Geheimniskrämerin. Sagen Sie, kennen Sie diesen Mann? Nein. Na, sag mal, was macht man denn da für ein Durcheinander her in meinem Wohnzimmer? Ich kann mich ja überhaupt nirgends mehr hinsetzen. Mama, wir haben doch mal so ein Heimerkundebuch gehabt, wo alles über die Keltenschanze in Kugelreiterin gestanden ist. Ja, über die Keltenschanze, da weiß ich selber alles. Ja, das ist auch gut, soweit das Buch ist nicht mehr da. Ja, und was willst du denn über die Keltenschanze wissen? Da haben wir als Kinder alle Fangermandel gespielt. Ja, wir wissen, was die Kelten da umtrieben haben. Und ich meine, so genau wirst du es auch nicht mehr wissen, weil so alt bist du auch noch nicht. Okay. Den ganzen Druidenzeig und so. Was werden sie denn drin haben? So wie die Politiker in Bonn endlose Reden gehalten und wenn sie nicht mehr weiter gewusst haben, dann haben sie die Götter angerufen. Aber seit wann interessierst dich denn du für Geschichte? Auf der Keltenschanze haben sie heute in der Früh eine tote Frau gefunden. Und du meinst, die haben sie umgebracht? Ja, das ist noch nicht ganz sicher, aber Unfall war es anscheinend auch nicht. Ja, und was haben die Kelten damit zu tun? Ach, du meinst, ein Ritualmord? Menschenopfer, hä? Na, sowas Ähnliches. Ja, Berghammer hier? Ah, hallo, Frau Berghammer, hier ist Sabrina. Ah, Sabrina! Ja, grüß Gott, ja, gleich, er ist da. Gib mir's. Sabrina, Benno. Ich habe ein bisschen über UFOs nachgeschlagen. Wusstest du, dass 15 Millionen US-Bürger behauptet haben, ein unbekanntes Flugobjekt gesehen zu haben? Über Amerika vielleicht, aber nicht über Kugelreuth. Das stimmt nicht ganz. Vor 50 Jahren wurde in Fürstenfeldbruck Oberbayern ein UFO gesichtet und das ist eine Tatsache. Ja, Tatsache, Tatsache, was heißt der Tatsache? Spielst du jetzt auch schon mit den UFOs umeinander? Uns ist doch klar, die Frau Wert ist ja natürlich im Todes gestorben. So schaut es jedenfalls aus. Mit ausgebreiteten Armen, auf einem Opferstein, so als ob ihre letzten Worte Halleluja gewesen wären. Also wenn du mich fragst, ist das ein eher übernatürlicher Tod? Es gibt keinen übernatürlichen Tod. Grüß Gott. Noch einen? In meiner Position ist das hiesige Lokalbad sogar von besonderer Bedeutung. Wir sind hier in der Provinz, Frau Dr. Brettschneider. Grüße Gott, Frau Lorenz. Dr. Luise. Ja, es tut mir leid, ich kann keine Verletzung finden. Theoretisch dürfte die Dame gar nicht tot sein. Vielleicht findet euer Chef ja was oder ihr müsst ein bisschen mehr wühlen. Wenn man will, geht alles. Ich suche weiter. Tschüss. Wiederhören. Also nicht die kleinste Verletzung am ganzen Körper, kein Gift oder ähnliches. Was ein Kornmord, haben wir wenigstens unsere Ruhe, ist war doch wunderbar. Ja, toll. Weißt du, was dieser Fall inzwischen schon mit Staub in den Medien aufgewirbelt hat? Gestern Abend kam es in den Abendnachrichten. Ja, das hat der esoterische Dreck so an sich, dass jeder was drum scheißt. Guten Morgen. Morgen. Morgen.
Na, Herr Berghammer, Sie scheinen ja noch nicht so recht auf Touren zu sein. Möglicherweise haben Sie versäumt, einen Blick in die heutigen Zeitungen zu werfen. Berühmte Schriftstellerin stirbt auf heidnischem Kultplatz. Brachte ein UFO den Tod. UFO? Anna von Wert von Außerirdischen ermordet. Unser Tölzer Kurier formuliert es am zurückhaltendsten. Mysteriöses Ende einer Schriftstellerin. Bitte schön. Esoterischer Schmarrn. Ach ja, darf ich bekannt machen? Das ist Frau Dr. Katrin Brettschneider vom Institut für Parapsychologie, Universität Freiburg. Guten Tag. Freiburg, ist was Ernsthaftes. Frau Dr. Brettschneider stellt sich dankenswerterweise im Mordfall Anna von Wert als wissenschaftliche Beraterin zur Verfügung. Beraterin? Ich höre immer Mordfall. Ich höre immer Mordfall, wenn noch nicht den geringsten Beweis, dass ein Mord vorliegt. Mein lieber Herr Berghammer, folgen Sie doch einmal nicht Ihrer Intuition, sondern der meinen. Und ich versichere Ihnen, es war Mord. Und nach welcher Methode? Es liegt keine Verletzung vor. Laut Gerichtsmedizin. Aber bei allem Respekt, Herr Kommissar, ab heute werden Sie etwas umdenken müssen. Vermutlich müssen auch Ihre gesamten Lehrbücher nach diesem Fall umgeschrieben werden. Vorher in Freiburg wird das umgeschrieben. Nehmen wir doch Platz. Eins steht jedenfalls fest. Wir werden alles tun, um dieser Herausforderung mit unkonventionellen Waffen entgegenzutreten. Was Kollege Berghammer und ich nur gerne wüssten, wie uns Dr. Brettschneider in diesem Fall behilflich sein kann. Zuerst möchte ich mit Herrn Gschwendtner in Kugelreuth reden. Wir müssen herausfinden, was er wirklich in der vergangenen Nacht erlebt hat. Was wird doch gewesen sein? Diesen Vollrausch hat er gehabt, nichts anderes. So schaut's aus. Aber Sie wollen doch nicht behaupten, dass Anna von Wert rein zufällig an einem heiligen Ort ihr Leben aushauchte. Heiliger Ort? Nirgends wird so viel gesuffen wie an Wallfahrtsorte. Was heißt du heiliger Ort? Meine Mutter hat als Kind Fangermandel gespielt. Dieser Ort ist entweiht auf alle Zeiten. Ach, bringen Sie doch bitte jetzt nicht Ihre Mutter ins Spiel. Was kann ich dafür, dass mir Berghammers aus Kugelreuth stammen? Und ich meine, wenn es ein heiliger Ort wäre, dann wäre ich auch zu höheren Berufen und brauche halt nicht da sitzen und mich mit einem esoterischen Krampf umeinander ärgern. Wie auch immer. Sie werden jedenfalls Frau Dr. Brettschneider zu diesem Sepp Gschwendtner fahren und ihr die Möglichkeit einer ersten Kontaktaufnahme verschaffen. Und wir beide, Frau Lorenz. Wir? Wir werden uns im Hause des Mordopfers umschauen. Frau Dr. Körner, der kleine Kriminalist, Lektion 1. Unabdingbare Voraussetzung für das Vorliegen eines Mordopfers ist die vorherige Ermordung desselben. Und dafür haben wir keine Beweise. Herr Berghammer, für mich ist und bleibt es Mord. Nicht so ein Mord. Ist an mir wurscht. Ich löse einen Mord, der kein Mord ist. Ich löse alles. Entschuldigung, gute Frau, ist es hier Resis Pension? Ja, guter Mann. Und ich bin die Besitzerin. Bringen Sie mir Gäste. So viel Sie aufnehmen können. Ah ja, da habt ihr direkt einen Klick. Bei mir ist was frei, nur hereinspaziert. Diejenigen, die was in der Resis Pension übernachten wollen, steigen bitte hier aus. Magisch. Ja, grüß Gott. So viel kann ich da nicht unterbringen. Keine Sorge, die haben alle ihre Schlafsäcke dabei. Ja, aber zahlen müssen sie gleich schon. Ich bin ja keine Jugendherberge, oder? Freilich haben alle ihr Geld. Wie lange wollen die Herrschaften, grüß Gott, wie lange wollen die Herrschaften denn bleiben? Ich schätze, das hängt davon ab, ob es einmal zu einer Kontaktaufnahme kommt und wie intensiv das sein wird. Weil die Leute hier haben ja nichts anderes im Kopf. Kontaktaufnahme? Sie? Ich bin für ein anständiges Haus. Halt! Der gesellschaftliche Teil findet sowieso in einem hiesigen Hotel statt. Hat das eine Heiratsvermittlung organisiert? Nein, die sind alles überzeugte Ufologen. Urologen? Wissenschaftler? Ja, warum sagen Sie denn das nicht gleich? Ist mir eine Ehre. Grüß Gott. Willkommen. Hallo. Willkommen in der Pension Resi. Urologen. Von den Kiefernorthopäden, da hat sich nicht der einzige zu mir herverlassen. Herr Gschwendtner, wann ist der Sohn in der Lage, unsere Fragen zu beantworten? Wird er eine Pressekonferenz geben? In welchem Zustand ist der? Ist er verstrahlt? Was hat er gestern gemacht? Geh aus dem Weg, sage ich da. Mit den Außerirdischen verständigen. Wie oft hat er sich da vorab reingezogen? Hat sich Steven Spielberg schon gemeldet? Wie heißt der Chef der Außerirdischen? Ich muss einen Steuer ausmisten. Wo befinden sich die Außerirdischen jetzt? Bleibt's weg da, ich mach die ganze Fliegerschei. Ja. Der Wechsel sonst mehr an die Wahnsinnige. Du, Frau Gschwendtner, Alles gut, Herr Kommissar, jetzt kommen Sie auch noch daher. Bei uns ist eh schon der Teufel los. Nein, wir brauchen den Sepp, bis der einen den Pult jetzt drin hat. Ah, wo, der ist in seiner Schupfer. Gott sei Dank haben Sie noch nicht erwischt. Natürlich ist die Frau Dr. Brettschneider, die darf gerne am Sepp noch ein paar Fragen stellen. Ja, gehen Sie. Ja, danke. Aber ich hoffe, Sie bringen den Buben nicht nur mehr durcheinander, gell? Und das mit dem Vertrag, zu was verpflichtet mich das, ha? Du, zu gar nichts, da brauchst du keine Sorgen machen. Wenn du bei uns unterschreibst, dann bist du ganz sicher.
Schau mal, was ist jetzt dies für eine Haut? Ich muss Ihnen widersprechen. Es gibt nichts Wichtigeres für die Menschheit als die Kontaktaufnahme mit hyperintelligenten Wesen von anderen Sternen. Und diese hyperintelligenten Wesen suchen Sie ausgerechnet zu einem Sohn von Barenburm aus, oder wie? Kriegst du jetzt etwa keinen Schiss, oder? Na. Pass auf, du bleibst einfach bei dem, was du bisher erzählt hast. Das heißt, fahr die Kreise, Linien, Geschwindigkeit. Aber ich brauche einen UFO. Ja, Sepp, immer locker bleiben. Dir passiert doch nichts. Da ist der Vertrag. Du kannst doch schreiben, oder? Alice, du musst mal glauben, ich bin über den Berg geflogen. Du Sepp, ich glaub dir jedes Wort 100%. Wäre ich sonst hier? Gut. So geht's auf. Jetzt habe ich unterschrieben, ohne ihn zu lesen. Das ist schon okay, so Sepp. Sepp! Sepp! Das ist die Frau Dr. Brettschneider, die darf dich gerne mal ein bisschen interviewen, die ist eine Psychologin. Parapsychologin, guten Tag. Ja, ist gut. Ah, und das ist die Frau Treffler von Dezo Kurier. Tag. Ich muss Sie übrigens darauf hinweisen, dass Sie den Herrn Gschwendtner in den Medien nicht mehr wörtlich zitieren dürfen. Der Sepp gehört nämlich mir. Ich meine natürlich dem Tölzer Kurier. Wenn Sie sich davon überzeugen wollen... Ja, ist für dich. Lassen Sie mich auch was klarstellen. Ich bin Wissenschaftlerin und nicht an der Schlagzeile in irgendeiner Tagespresse interessiert. Na super, dann sind wir uns ja einig. Du siehst doch, was du für ein Chaos so gekriegt hast. Jetzt sag doch einfach, dass du viel Wein erwischt hast, dann ist der Chaos gestern mal wieder unsere Ruhe. Jetzt sehe fix, wenn ich in einem UFO drin gewesen bin. Du wärst in einem UFO gewesen, ja, du spinnst doch höchstgradig. Ich kann es bloß nicht beschreiben. Herr Berghammer, bitte behindern Sie meine Arbeit nicht, die ein immenses Maß an Fingerspitzengefühl und Konzentration erfordert. Sepp, ich darf Sie doch so nennen. Wie fühlen Sie sich im Augenblick? Ein bisschen gestresst bin ich schon. Kommen Sie. Entspannen Sie sich ganz ruhig. Leiden Sie seit dem Erlebnis an Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit? Da hat man Appetitlosigkeit, wenn man UFO sieht. Dann war das ja eine gute Diät, oder? Herr Berghammer, bitte. Also Appetitlosigkeit, plötzlich auftretende Kopfschmerzen? Eigentlich nicht. Haben Sie jemals Drogen genommen? Nie. Ich wüsste gar nicht, woher. Haben Sie sich zu irgendeiner Zeit mit mystischen Dingen beschäftigt? Was ist das? Na ja, zum Beispiel der religiöse Aberglaube oder religiöse geistige Erlebnisse. Entschuldigung, Kanten so ein bisschen weiter unten? Hat Gott jemals ein Wunder an Ihnen vollbracht? Oder haben Sie je ein Wunder an anderen vollbracht? Hatten Sie jemals das Gefühl, auserwählt zu sein? Was? Ich? Ja, Frau Dr. Brettschneider, vielleicht hat der Sepp in besagter Nacht Wasser in Wein verwandelt. Was für einen Eindruck hatten Sie von Ihrem Verleger? Er hat für die Tatnacht ein Alibi. Außerdem versichert er uns sehr glaubhaft, dass kein Verleger dieser Welt einem seiner Autoren was antippt, bevor er nicht geliefert hat. Klingt ziemlich logisch. Hat diese Nichte vielleicht irgendwas über Männerbekanntschaften ihrer Tante erzählt? Ich habe sie natürlich danach gefragt, aber sie lachte nur. Anna von Berg ging völlig in ihre Arbeit auf. Wie viele Schriftsteller liebte sie es geradezu, in abgetragenen Klamotten herumzulaufen und ihr Äußeres zu vernachlässigen. Bitte. Also fangen wir an. Sagen Sie, glauben Sie privat an die Existenz von außerirdischen Wesen? Vor ein paar Tagen hielt ich es eher für unwahrscheinlich. Aber seitdem ich mich mehr damit befasse, also gut, es könnte möglich sein. Boulder, Colorado. UFO-Sichtung in Colorado. Hier steht, dass man vor 6 Monaten ein UFO gesichtet hat. 2 Tage später wurde bei einem Konzert ein 13-jähriges Mädchen totgetrampelt, als dasselbe UFO nochmal erschien. Die Leute gerieten in Panik. Herr Riesberg, was suchen Sie denn hier? Tag verloren. Schön, Sie zu sehen im Büro. Sagte man mir, dass ich Sie hier treffe. Darf ich vorstellen? Das ist Herr Riesberg, der Verleger von Frau von Wert. Das ist Frau Dr. Körner, unsere leitende Staatsanwältin. Guten Tag. Grüß Gott. Gibt's was Neues? Ja, gut, dass Sie hier sind. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Wissen Sie, ob Frau von Wert in Boulder, Colorado war? Sie war in Colorado. Nicht zu ihrem Vergnügen, nur zu Recherchezwecken. Schriftsteller leben gewöhnlich sehr zurückgezogen. Sobald sie ein Thema packt, tauchen sie ganz darin ein. Dann nehmen sie die Realität kaum noch wahr. Hat Anna von Wert Freunde? Soweit ich weiß, nur Brieffreunde. Kann es sein, dass Frau von Wert ihr Buch selbst vernichtet hat? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Und Sie haben den Hügel gründlich absuchen lassen und nicht das geringste dabei entdeckt? Genau so ist es, aber soweit ich informiert bin, haben wir die UFOs eh noch nie was verloren. Nicht einmal die geringste Schraube, oder? Dazu sind sie zu perfekt konstruiert. Ah, daher kommt es. Jetzt sagen Sie mal, glauben Sie dem Gschwendner-Sepp die Geschichte wirklich? Es ist noch zu früh, sich darüber ein Urteil zu bilden. Wir Wissenschaftler sind nämlich sehr gründlich. Wir Kriminaler schon auch. Und vorher muss man die Gerichtsmedizin klipp und klar bestätigen, dass überhaupt ein Verbrechen vorliegt. Diesmal wird die Sache ganz anders ausgehen, das garantiere ich Ihnen. Ja. Oh, entschuldigen Sie, kennen wir uns nicht irgendwo, ja? Nein, ich glaube, nein. Dr. Eisner. Berghammer, Kriminalpolizei Bad Tölz. Sagen Sie, haben Sie die Frau von Wert gekannt? Ja, richtig, seit etwa einem halben Jahr. Wir hatten gemeinsame Interessen. Ja, sozusagen außerirdische Interessen, oder wie? Wenn Sie das so nennen wollen, ja. Ich komme runter zu Ihnen. Ja, das ist vielleicht besser. Ich habe nämlich die Leiter schon inspiziert, also für mein Gewicht ist es nicht geeignet. Ja. Das hier ist meine Karte. Ich bin Physiker. Radon GmbH, Institut für industrielle Entwicklung. Das ist die Firma, für die ich arbeite. War ein ziemlicher Schock für mich, als ich das gestern erfuhr. Ich habe Anna sehr geschätzt. Herr Dr. Eisen, das ist jetzt ein bisschen eine indiskrete Frage, aber wie soll ich sagen, waren Sie mit der Frau von Wert liiert? Sie meinen, ob ich ein Verhältnis mit ihr hatte? Das ist eine eher schmeichelhafte Frage. Nein. So etwas stand nie zur Debatte. Wir haben uns in Boulder, Colorado, kennengelernt. Das ist ein besonderer Ort irgendwie? Richtig. Dort fand die letzte bekannte UFO-Sichtung statt. Nachdem wir entdeckt hatten, dass wir nicht nur an dieselbe Sache glauben, sondern auch nur wenige Kilometer voneinander entfernt zu Hause sind, ist eine innige und tiefe Freundschaft zwischen uns entstanden. Wir haben regelmäßig miteinander korrespondiert. Wir haben unsere Gedanken, Hoffnungen, Erkenntnisse, Schlussfolgerungen zu Papier gebracht. Kein Kaffeeklatsch. Wieder schade. Herr Dr. Eisner? Eine Frage noch, vielleicht können Sie mir da weiterhelfen. Das neue Buch der Frau von Wert hätte heißen sollen, Sie sind unter uns. Wissen Sie, wer damit gemeint ist? Unglücklicherweise muss ich Sie wieder enttäuschen. Anna hat nie mit mir über ihr aktuelles schriftstellerisches Schaffen gesprochen. Die erwähnte Korrespondenz war ausschließlich privater Natur. Dankeschön. Haben Sie was gefunden? Ich? Wieso? Weil Sie sich gebückt haben. Ach, es waren nur eine Münze. Ja. Hier, wollen Sie sie haben? Nein. Hätte ich die etwa liegen lassen sollen? Vielleicht sind wichtige Fingerabdrücke drauf. Sehen Sie da irgendwo eine Absperrung? Hier kann jeder aufnehmen, was er mag. Als ich sie vorher so blinken und blitzen sah, dachte ich schon. Aber wie sagten Sie so schön treffend? Noch nie hat ein UFO auch nur die kleinste Schraube auf unserer Erde zurückgelassen. Wieder auf der Suche nach dem Nobelpreis. Katrin, was für eine angenehme Überraschung. Grüße dich. Ich brauche deine Hilfe. Du musst das für mich untersuchen. Gerne. Das ist eine Nadel. Woraus sie besteht, das Material. Vielleicht ist das der erste Beweis zum Anfassen. Beweis wofür? Das erzähle ich dir, wenn du mir Bescheid gegeben hast. Ich wohne in einem Hotel in Tölz. Hast du was zu schreiben hier? Danke. Du musst sie mir unbedingt persönlich vorbeibringen. Es gibt nichts, was ich lieber täte. Ich würde sie keinem anderen anvertrauen. Ja. 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 Gut. Ja, komm mal, kommen Sie. Ich bin schon ganz kribbelig. Und Sie? Sie haben wirklich einmal sowas gesehen? Ja, in Mexiko. Ich kann jeden Ei drauf schwören. Leider war es nur eine Begegnung der ersten Art. Da gibt es doch mehrere Arten. Drei. Die Sichtung aus großer Entfernung. Aus der Nähe und last but not least, der Kontakt mit den Visitors selbst. Also, mit der Besatzung. Frau Berghammer, für eine Begegnung der dritten Art, ich würde glatt 10 Jahre meines Lebens geben. Ich bin gleich bereit, gleich komme ich. Oh, das ist meine. Aber beeilen Sie sich, ja? Thank you.
wie schaust du denn da aus? Dann stinkt das außerdem. Und wo willst denn du hin? Ich hab Sabrina mitgebracht. Aber wenn wir ungelegen kommen, also ich meine, wir kommen später wieder oder gar nicht. Mei, Sabrina, sagen Sie mir nicht besser. Aber ich muss ja mit meinen Gästen nach Kugelreutenhaus. Wollen die alle auf Keltenschanz, oder was? Ja, freilich. Das sind ja lauter UFO-Experten. Ganz, ganz tolle Wissenschaftler. Und die führe ich da rum. Alle haben so einen riesen Schlag in der Schüssel. So schaut's aus. Wer ist denn das wieder? Da mach du das bisschen. Und passt du auf, dass du nicht auch noch Spinnen anfängst, wie die da alle miteinander. Die ganze Pension ist voll mit denen. In jedem Zimmer sitzt einer. Und die mit den Schlafsäcken, die schlafen am Gang. Und schau bloß, dass da keiner tritt. Diese UFOs sind besser wie jede Muttergottes Erscheinung. Wenn das nur ein bisschen dauert, dann verdiene ich mindestens 100% mehr als wir im letzten Jahr. Aber wir müssen! Ja, ja, ich komm gleich! Wahnsinn. Ja, du, wer warnt das jetzt? Professor Lewis von der Gerichtsmedizin. Einer von Wirt ist erschossen worden. Was, das hätte doch der Amtsarzt gleich am Tatort erkennen können, oder? Wenn es eine normale Waffe gewesen wäre. Was heißt doch, wenn es eine normale Waffe gewesen wäre? Soll die vielleicht von einem Außerirdischen erschossen worden sein, oder was? Das hab nicht ich gesagt, das hat der Professor gesagt. Los, komm arbeiten. Da spielen jetzt alle, oder was ist da los? Ja, zuerst hat es ausgeschaut wie ein Infarkt. Tod durch innere Blutung am Herzen. Nicht? Aber dann. Sehen Sie das? Was? Das ist ja bloß ein kleiner Kratzer. Ja, wäre mir auch um ein Haar entgangen. Aber dann habe ich dieselbe Verletzung am Rücken entdeckt. Nein, 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 umdrehen. Ja, kann man sich vorstellen. Also das Projektil ist vorne eingedrungen und am Rücken wieder herausgekommen. Das soll ein Einschuss sein? Mitten durchs Herz. Ja, was ist das für ein Kaliber? Was glauben Sie? 1 Millimeter. Aber sowas gibt's auch gar nicht. Doch. Kaliber 1 Millimeter. Kleinkalibrige Geschosse, die reißen keine geradlinige Spur durch den Körper. Sie taumeln sozusagen ziellos durch das Gewebe, prallen am Knochen ab und bleiben dann oft sehr weit entfernt vom Einschusskanal stecken, normalerweise. Ja gut, das wissen wir. Haben wir auf der Polizei schon gelernt, weiter. Und was ist hier anders? Hier. Dieser Schusskanal verläuft vollkommen gerade. Aha, das könnte also vielleicht so ein nadelförmiges Geschoss gewesen sein, oder? Ja, das wäre möglich. Das Problem ist nur, dass es keinerlei Materialien gibt, die in der Lage wären, eine Wirbelsäule zu durchdringen, ohne sich zu verbiegen und damit die Richtung zu ändern. Das hier, schauen Sie her, das ist ja durchgegangen wie Butter. Eintritts- und Austrittswinkel sind absolut identisch. Das haben wir nicht einmal beim militärischen Stahlmantel geschossen. Ja, aber aus welchem Material könnte dann dieses Geschoss sein? Es tut mir leid, aber ich kenne nichts, was auch nur annähernd diese Eigenschaften besitzt. Also, wenn es nicht so blöd klingen würde, würde ich sagen, außerirdisch. Krampf. Jetzt bist du platt. Es war Mord. Fragt sich nur, ob wir es mit einem irdischen oder außerirdischen Täter zu tun haben. Irdisch, außerirdisch, sag mal, das ist doch der Wahnsinn. Spinnst du? Ja, aber das Material, aus dem das Geschoss ist, kennt doch nicht mal der Professor. Also, der Professor kennt auch nichts, als wenn irgendeiner so Waffen da, irgendeiner so blöder Düsenblieb hat da was erfunden. Dann haben sie ja bloß einen Psychopathen zum Tor. Na gut, dann brauchen wir das Projektil. Bist du fix, diese ganze Ufologen von meiner Mutter, die wollen heute auf diese Keltenschanze auf. Wenn die das finden, müssen sie weiträumig absperren. Und zum Schluss ist nämlich spät heute. Weißt du, was das bedeutet, dass wir jetzt auf die Keltenschanze müssen? Ja. Ich hasse diese Kraxelei. Und dann müssen wir da oben alles wegscheuchen, was da rumschleicht. Das ist gar nicht so einfach, weil bei so einer Sichtung sind ja die mit den Schmeißfliegen, die Ufologen. Anderl? Anderl? Um Gott, und bleib mal da! Mach dich doch nicht unglücklich! Den ganzen Tag die Zeit und Schwere da am Hof. Und in der Nacht machen sie die ganze Wiesen kaputt. Ja, dann zeig's halt an oder lass ihn selbst gehen. Selbst! Ja, freilich, der ist doch schuld an dem ganzen Schlamassel. Wenn die nicht sofort aus der Wiesen rausgehen, dann schier sie mitten in den Sauhaufen, in den Verrückten. Da hilft nur Radikalkur. Sepp, warum hält dein Vater nicht auf? Gerät dich doch nicht so auf, Mama. Das regeln alles die Außerirdischen. Mein Lieber, da hast du uns einen sauberen Verdruss eingebrockt. Spüren Sie was? Juckt. Gut, das ist gut, gut, gut. Was machen denn die da hinten? Ach, das sind die Berliner, die versuchen, die Visitors durch Meditation anzulocken. Genau wie Sie. Wie ich? Ja, ja.
Berghammer. Die brauchen das Gras, um es auf etwaige Veränderungen untersuchen zu lassen. Oder nehmen es auch nur als Souvenir mit. Also jetzt wieder Konzentration. Ja. Und der da oben? Er versucht, mit den Außerirdischen zu kommunizieren. Ich hoffe nur, wir verschrecken die Kleinen nicht. Sind die wirklich so klein? Ja. Alle, die hier mit ihnen Kontakt hatten, beschreiben sie als höchstens 1,50 Meter groß. 1,50 Meter? Ja. So. Exakt hier an dieser Stelle wurde vor 2 Tagen das UFO gesichtet, von dem ihr in der Presse gehört habt. Und genau hier findet es statt, unser Rendezvous mit den ETs. Das ultimative Techno-UFO-Event. Es spielen die kosmischen Embryos, Mr. Astronomical Hero und die Deadly Airlines. Diesmal stehen die Chancen für eine neue Begegnung mit den Außerirdischen besonders gut. Wow, ich sage euch, sie sind noch in der Nähe. Vielleicht kann uns Alice mehr darüber sagen. Aber schnell, es ist Privatgrund. Betreten strengst zur Boden. Haut ab, spinnende Gesellschaft. Sie alle ihr Endliches. Haut ab, raus hab ich schon. Raus! Schiedskatz! Ist der Kerl verrückt? Schiedsturm! Jetzt kommen noch die Bullen! Haut bloß ab, die Sorge heißt! Schatz, das ist meiner Grund! Herr Schwender, seien Sie mir alle schön zu hören. Wir haben Sie schon versucht, der Toaster, was Sie da ausstellen. Ich hab da nur in die Luft geschossen, sonst ging's doch nicht weiter, dann ich hutze fix aus der Wiesen raus. Haben Sie einen Waffenschein für die Büchse? Und der Jagdschein. Aber nicht zur Jagd auf Ufologen berechtigt, das ist ja wahnsinnig. Benno, Gott sei Dank, dass du da bist. Der ist ein Stock narrisch geworden. Schierst dir auf meine Gäste, sperren ein. Das ist ja geschäftsschädigend. Sowas gehört doch ins Zuchthaus. Mama, du schleißest ja die ganzen UFO-Kasperl, nimmst am besten gleich mit. Ja, sag einmal, auf welcher Seite stehst denn du überhaupt? Auf der Meinung des Ausweises, die Seite des Gesetzes die richtige. Komm und jetzt hau ab und sie verschwinden auch. Und das Gewehr ist beschlagnahmt. Das gleiche hält mir. Das behalten wir, bis Sie sich beruhigt haben und Sie verschwinden jetzt endlich. Herr Berghammer, wunderbar, dass Sie jetzt endlich gekommen sind. Ja, bitte, sorgen Sie jetzt dafür, dass Mr. Rear hier seinen Coming-Soon-Trailer drehen kann. Wie schauen denn Sie aus? Alice im Wunderland. Finden Sie, dass das passende Outfit für die bayerische Bergwelt ist? Und wer ist übrigens Mr. Dennis Rear? Hi, Dennis Rear. Promoter von UFO-Konzerten an Originalschauplätzen der Sichtung. Angenehm, Berghammer fördert die Legalität in der oberbayerischen Bergwelt. Sind Sie Amerikaner? Ja. Warum reden Sie dann so gut Deutsch? Meine Mutter ist Deutsche. Haben Sie das Konzert in Boulder, Colorado organisiert? Ja, das hat er. Es ist endlich mal einer mit Durchblick. Der Musikkanal überträgt live und das bringt irre viel Kohle und tierisch Publicity. Jetzt hat er sie auspublicitiert und ihr Haus jetzt alle Opfer und ihr zwei verschwindet und lasst die Wiesen von der Polizei gewaltsam räumen. So ist er halt, mein Sohn. Aber das meint er nicht so. Das muss man nicht ernst nehmen. Er hat eh nichts zum Sagen. Morgen bist du halt da beim Frühstück. Sie schalten jetzt aus da. Du wirst aber keinen leichten Stand hier haben. Das kann ich dir gleich sagen. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Alle anderen Zeitungen haben noch mal kräftig nachgeschoben. Und was macht der Tölzer Kurier? Tee trinken und abwarten. So, hast du schon mal eine Zeitung erlebt, die abwartet? Arbeite für mich. Du könntest mir helfen, Hillybilly umzudrehen. Es muss schnell gehen. Sowas mache ich doch mit links. Hättest mal sehen sollen, wie ich das mit seinem Sohn hingekriegt habe, weißt du? Da drüben sitzt übrigens diese Parapsychopathin, von der ich dir erzählt habe, weißt du? Die mit dem Bullen unter einer Decke steckt. Aber den Macker, den kenne ich gar nicht. Hypnose ist das Trumpfass der Parapsychologie. Du musst verhindern, dass sie Hillybilly Junior hypnotisiert. Wieso, was passiert dann? In dem Zustand kann keiner mehr lügen. Cool, Alice. Ich habe auch meine Trickkiste dabei. Da ist sogar ein UFO drin. Mhm. Augenblick. Guten Abend, Frau Dr. Brettschneider. Wir kennen uns doch noch vom Schwendnerhof. Tölzer Kurier. Ja. Sagen Sie, haben Sie Lust auf ein kleines Interview? Jetzt? Na, Sie haben Nerven. Harald, bitte, man sollte niemals unhöflich zu der freien Presse sein. Ich werde auf dem Kongress ein Hypnose-Experiment durchführen und anschließend einen unwiderlegbaren Beweis für die Anwesenheit eines UFOs auf der Keltenschanze präsentieren. Darüber können Sie gerne berichten. Guten Abend, Frau Dr. Brettschneider. Danke. Muss sie mir noch mal ansehen. Ach, Katrin, das hast du doch heute schon unzählige Male. Und du bist dir absolut sicher? Es gibt nicht den geringsten Zweifel. Die chemische Verbindung ist völlig unbekannt. Sie existiert nicht. Spektrum der Elemente. Ist dir klar, was das bedeutet? Die
Entdeckung Amerika war ein Klacks dagegen. Dies ist der wirklich erste wahre Beweis für die Anwesenheit außerirdischer Wesen auf unserem Planeten. Wo hast denn die Schatulle her? In Antiquitätenladen gekauft. Leider fehlt der Schlüssel. Aber ich kann doch meinen Schatz unmöglich in einer x-beliebigen Schachtel aufbewahren. Auch. So eine Meditation würde Ihnen unheimlich gut tun. Ja. Ich glaube, ich denke mir mal ein Mantra für Sie aus. Om Namah Shivaya. Sehr fix. Mama! Der Pfaff in der Lauer da, oder wie? Hallo! Du musst noch kommen, Reiter, soll ich noch hinkommen, wenn ich nicht hier nicht gekommen. Das ist ein Workshop für Spinner, die da arbeiten. Benno! Benno! So, und da hat es jetzt auch ausgeahmt. Schluss mit deiner Meditiererei. Das ist mein Schlafzimmer und kein Tempel. Ich muss mich herrichten. Komm raus, raus, raus. Was willst du da? Dass du mir nichts unternimmst, was meine Gäste in irgendeiner Weise beleidigen kann. Ach, Frau Berghammer, bei manchen dauert es mit der Erleuchtung halt ein bisschen länger. Aber die Erleuchtung kommt. Keine Angst, aus sie jetzt. Zu fix. Weißt du, die sind so nette, anständige Leute. Und du hast noch nicht einmal ein Wort mit ihnen gesprochen. Weil ich kein Thema habe, außer Opel Mantra vielleicht. Aber du weißt ja überhaupt nicht, was haben die alles erzählen können. Hast du gewusst, dass die Marsmenschen bloß 1,50 groß sind und das kein Hals nicht haben? Mama, das heißt schon ewig nicht mehr Marsmenschen. Und außerdem weiß ich jetzt, dass in unserem Sonnensystem kein einziger Planet bewohnt ist. Sag mal, habt ihr alle einen Hau? Du, wenn du in Kugelreit draußen was siehst, dann rufst du mich an, damit ich es weiterleiten kann. Was soll ich da sehen, wo, dass ich dir Bescheid geben müsste? Ja, was Außerirdisches natürlich. Aber jetzt schleichst du aus meiner Galaxie. Das ist ja lauter Narisch, das ist ja nicht mehr normal. Schönen guten Morgen, Herr Doktor. Morgen. Darf ich Ihnen den Wagen bitte wegfahren? Ja. Was nicht gibt, gibt's nicht. UFO, oh Schminkel. Herr Berghammer, meine Geduld ist erschöpft. Ja? Wir sind Polizeibeamte und keine Nickel. Haben Sie das Projektil gefunden, Brunner? Ich verstehe Sie nicht. Da findet man nur eher in die Berge an Einheimischen, als wir da so einen Nadel. So soll man nicht verstehen, sollen das Projektil finden. Mehr verlange ich nicht. Das ist der einfachste Mordfall, der uns eh untergekommen ist. Meine Frau ist tot. Und nur ein Mann war in der Nähe. Aber der faselt ihr mit irgendeinem Schmarrn von einem außerirdischen Raumschiff vor und schon halten sie für unschuldig. Es gibt keine außerirdischen Raumschiffe. Das weiß ich genauso gut wie Sie, Bruno. Aber was hat denn der Geschwender selbst für ein Motiv, hä? Die Frau hat seine unsittlichen Annäherungsversuche empört zurück. Oder ob sie nachher sie mit der Waffe der Schiff, das überhaupt nicht gibt. Woher denn die Waffen her, wenn sie schon kombinieren sind, Bruno? Vielleicht aus dem Raumschiff? Aus dem Raumschiff, wo wir alle zwar wissen, dass es nicht existiert. Jetzt haben Sie ja wieder recht. Haben Sie ganz durcheinander gefragt. Ja, und dass sich das wieder ein bisschen beruhigt, suchen wir einfach weiter, okay? Ist das die Frau Dr. Körner, die Staatsanwältin aus München, hier ermittelt in dem Fall? Frau Dr. Körner, gibt es endlich eine heiße Spur im Mordfall Anna von Werth? Haben Sie als zuständige Staatsanwältin schon einen Auftrag für einen Haftbefehl bei den Außerirdischen? Geben Sie uns wenigstens eine Andeutung. Die Öffentlichkeit will wissen, in welche Richtung Ihre Ermittlungen gehen. Sie gestalten sich sehr schwierig, aber wir kommen dennoch zügig voran. Welche Farbe haben die Außerirdischen? Ich muss Sie allerdings noch um etwas Geduld bitten. Zu gegebener Zeit werde ich eine Pressekonferenz einbauen. Wann wird das schon bald? Entschuldigen Sie mich bitte, ich habe zu tun. Haben die Außerirdischen eine Aufenthaltsgenehmigung? Haben Sie auch schon mal ein UFO gesehen? Ja, ich sehe ständig UFOs. Ich bin umgeben von UFOs. Ja, wirklich? Ja, vor allem, wenn ich aus dem Wirtshaus komme, nach der 16. halbe Bier. Au! Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich sie geschnitten. Und auch vom Saufen, oder? Saufen macht eine spröde Haut. Ah. Guten Morgen, Frau Lorenz. Morgen. Ich habe eben mit Herrn Berghammer telefoniert. Der ganze Aufwand war umsonst. Ah, diese Wulde-Akte.
Ich hoffe, Sie spekulieren nicht auf eine Dienstreise nach Amerika. Hamburger gibt's ja auch. Übrigens haben wir gestern einen gewissen Dennis Rear getroffen. Der hat damals in Boulder ein Konzert veranstaltet. Dasselbe hat er auch hier vor. Bei diesem Konzert in USA wurde damals ein UFO gesichtet. Bei der allgemeinen Panik wurde eine 13-Jährige totgetrampelt. Den Akten entnehme ich, dass sich Frau von Wert auch sehr für diesen Vorfall interessiert hat. Ist Ihnen eigentlich schon aufgefallen, dass wir nicht einen Zentimeter vorangekommen sind? Wir haben kein Projektil, nicht die leiseste Ahnung von der Tat. Ja, ich weiß, und auch keinen Verdächtigen. Und die einzige Erklärung für diesen Zustand, den man getrost als Debakel bezeichnen kann, nämlich, dass etwas Außerirdisches im Spiel ist, wird von Herrn Berghammer kategorisch abgelehnt. Der eine hat eine Antenne dafür, der andere nicht. Und ich kenne seine Mutter, er hat keine. Ich will seine Erfolge in der Vergangenheit beileibe nicht schmälern. Aber hier scheint er mir doch überfordert. Der weiß ja nicht einmal, wie weit die Erde von der Sonne entfernt ist. Ach ja, apropos Sonne, Frau Dr. Brettschneider wartet in Ihrem Büro. Na, hoffentlich hat wenigstens die mir was zu bieten. Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. Die Presseleute haben mich aufgehalten. Grüß Gott, Frau Dr. Brettschneider. Ich bin nicht in Eile. Also, haben Sie schon ein Fazit über Sepp Gschwendtner gezogen? Ja, anfangs war ich natürlich insgesamt ziemlich skeptisch und tippte eher auf ungewohnten Drogenkonsum. Doch inzwischen steht für mich fest, dass er tatsächlich eine Begegnung mit Wisse, das aus dem Weltraum hatte. Hat er Ihnen endlich Einzelheiten verraten? Ja, zurzeit verweigert sich noch sein Bewusstsein, das in Unterbewusstsein gespeicherte Erlebnis zu akzeptieren. Unter Hypnose könnte ich diese Sperre aufheben. Ich kann ihn natürlich unmöglich zu einem solchen Experiment zwingen. Ich muss ihn dazu überreden. Morgen. Unheimliche Begegnung der dritten Art gehabt? Dienstleisterin in Deutschland, das ist was Außerirdisches. Lass dich einmal erzählen, schaust aus wie eine Mondlandschaft. Hast du allerdings recht mit der Begegnung der dritten Art. Also eine Alien-Attack. Ja, Friseur. Frau Dr. Körner hat mich schon informiert. Aber ohne dieses Wunderprojektil sind wir wohl ziemlich aufgeschmissen, was? Sie drin. Mhm, und nicht allein. Der Firon wird da wieder dabei ist. Frau Dr. Brettschneider. Diese blöde Parapsychologie-Kur. Sag mal, wir sollten uns vielleicht mal mit diesem Dennis Rear unterhalten. Ja, das ist nämlich der dritte, der im Boulder dabei war. Der dritte? Ich denke, ja. Anna von Wert, dann der Amerikaner und wer noch? Und der Dr. Eisner. Er da. Das ist ein Brieffreund von der Wert. Haben Sie da einen Brief geschrieben? Habt ihr ein paar gelesen? Nur so ein außerirdischer Schmarrn. Mit dem würde ich mich mehr gerne unterhalten. Ja, das machen wir jetzt ganz schnell, bevor die mit ihrem Parapsychoschmarrn anfangen, die Brettschneider. Ach, sag mal, du weißt wirklich nicht, wie weit die Sonne von der Erde entfernt ist? Ja, aber ich weiß, wie weit wir von Dr. Eisner entfernt sind. Da habe ich seine Visitenkarten. Schnell weg. Ach, Frau Lorenz, wollen Sie sich nicht von Frau Dr. Brettschneider informieren lassen? Wir haben leider keine Zeit. Wir haben einen wirklich sehr, sehr wichtigen Termin. Tschüss. Das ist doch nur blinder Aktionismus. Hauptsache, man tut was. Lenin, was tun? Servus. Tut mir sehr leid, Sie können ja leider nicht stehen bleiben. Ach, werden wir wohl müssen. Super schnell. Ich bin auch schnell, ja? Danke. Aber nur ganz kurz, wenn ich bitten darf, ja? Das gehört zum Handwerk. Die Kollegin recht. Kriminalpolizei Bad Tölz, wo ist der Dr. Eisner, den suchen wir? Radas. Dankeschön. Entschuldigung. Bitte? Können Sie uns sagen, wo wir Dr. Eisner finden? Dr. Eisner, bitte den Verbot. Danke. Bitte. Bitte, Dr. Eisner. Prüfen Sie das nochmal. Ja. Na nun, ich dachte nicht, dass wir uns nochmal wiedersehen, Herr Bergkammer. Ja, Herr Dr. Eisner, unser Beruf hat sehr viele Überraschungen auf Lager. Ja, meiner ebenso. Das ist meine Kollegin, die Frau Lorenz. Tag. Angenehm. Was kann ich für Sie tun? Wir hätten ein paar Fragen an Sie. Den Tod von Anna betreffend. Ja, ich bin ganz ohr. Ich muss ins Kontrollzentrum. Werden Sie bitte mitkommen wollen. Sie sind Ladendieb geschnappt, oder was? Wissen Sie, wie viele arbeitslose Spione es gab, nachdem der eiserne Vorhang gefallen war? Die sind jetzt alle für die Industrie tätig. Kannten Sie eigentlich Anna von Wert von Boulder, Colorado?
Korrekt, ich habe sehr viele Sichtungsorte auf der ganzen Welt bereits. Übrigens fahre ich auch bald nach Tölz, um mich auf diesem Kongress umzusehen. Aber damals gab es eine Tote, ein 13-jähriges Mädchen wurde totgetrampelt. Ja, das war 3 Tage nach der Sichtung, auf einem Konzert. Auf diesem Konzert ist dann angeblich als ein UFO aufgetaucht, also gesichtet worden. Das dann wird zur Massenhysterie geführt oder zur Panik. Sind Sie dabei gewesen? Ich bitte Sie, das waren Jugendliche, Kids. Anna war anwesend und hat mir alles darüber erzählt. Hat sie das UFO auch gesehen? Allerdings verzweifelte sie daran, ob es echt war. Sie hielt es eher für eine technische Spielerei des Veranstalters, wissen Sie. Heutzutage verwischen sich die Grenzen, alles ist irgendwie machbar. Wollen Sie? Ja. Sagen Sie mal, kennen Sie diesen Amerikaner Dennis Rear? Ja, nicht persönlich. Er erscheint überall, wo ein UFO gesichtet wurde und schlägt Kapital daraus. Er veranstaltet ja auch diese Konzerte. Ja. Ein paar Minuten draußen. Ja, und Anna von Wert, kannte Sie ihn? Ja, ich glaube ja. Sagen Sie mal, Herr Dr. Eisner, könnte es sein, dass die Frau von Wert in diesem Buch, an dem sie die letzten 3 Jahre gearbeitet hat, diesem Dennis Rear, ein, sagen wir mal, nicht so angenehmes Kapitel gewidmet hat? Ich sagte Ihnen ja schon, dass Anna auch mir gegenüber nichts über den Inhalt verriet, aber das ist durchaus möglich. Dennis Rear ist eine etwas zwielichtige Figur. Ich würde ihn unseriös nennen, Sie verstehen. Aha, das ist ja ganz interessant, da muss ich ja schon weitergeholfen. Haben Sie sich geschnitten? Ah, das. Ja, das kann ich bald wieder runter tun. Ich hatte eine einschneidende Begegnung der dritten Art mit einer Tölzer Friseurin, aber geht schon wieder. Auf geht's. Take it easy. Na da. Das war's dann wohl. Guten Tag, Herr Schwender. Schönes Wetter heute. Arbeiten Sie ruhig weiter. Hören Sie einfach nur zu. Darf ich übrigens vorstellen? Das ist Dennis Rear. Hi, Paps. Folgendes. Ihre Wiese, die Sie gestern so klasse verteidigt haben, ist keine normale Wiese mehr. Für mich schon. Und wer beschwert sich hier andauernd darüber, dass die Knilche in Brüssel euch so abzocken? Das ist doch nicht zu fassen. Heutzutage muss doch jeder selber seinen Karren aus dem Dreck ziehen. Außerdem, ich habe Ihren Sohn bei den Bullen gedeckt. Ohne mich wäre der längst im Knast. Sie sind mir noch was schuldig. Was willst du von mir? Okay, kommen wir zum geschäftlichen Teil. Ich kann verstehen, dass Sie mit diesem UFO-Müll nichts am Hut haben, aber ich bin mir sicher, dass Ihnen Mr. Franklin umso mehr gefallen wird. Wer ist jetzt das wieder? Der nette Herr hier auf den 100-Dollar-Schein. Bitte, Herr Schwender, der Dennis braucht diese Wiese für seine UFO-Show. Dann ist sie garantiert ein Jahr lang hin. Und hinterher gibt's auch noch mal einen satten Nachschlag. Was ist mit der Gemeinde? Mit der Gemeinde, mit dem Bürgermeister? Ach, das lassen Sie mal unsere Sorge sein. Mit dem werden wir schon fertig. Komm schon, Lisa. Herr Schwender, wo finden wir denn den Sepp? Hinten, der Schupf ist er. Aha. Das war der erste Streich und der zweite folgte gleich. Ach, da ist er ja. Ich frage ihn jetzt bloß nicht, ob er einen Dachschaden hat. Ich halte mich im Hintergrund, wie besprochen. Ey, Sepp, was machst du denn hier oben? Gern schon. Darf ich übrigens vorstellen? Dennis Rear. Ist gut. Schon gut. Alter Schwede. Sag mal, wie viel hast du denn für das Teil hingeblättert? Hab ich ausgeliehen. Für den Fall, das UFO kommt zurück. Darf's nämlich so gern noch einmal sehen. Man kann es ja endlich beschreiben.
Hör mal, Sepp. Sepp. Was? Hör mal gut zu. Wenn diese Psychotante hier wieder aufkreuzt, dann sagst du ihr, dass du nicht auf Hypnose stehst. Ist das klar? Wir ziehen das ohne diesen Parascheiß durch. Übrigens, dein Vater ist jetzt auch auf unserer Seite. Ach so? Ja, und was ist mit den Außerirdischen? Die lass mal meine Sorge sein, Folks. Schöne Aussicht. Danke. Musst du mal reinschauen? Klar. Siehst du was? Oh, wow. 116, bitte. Irgendwelche Messages für Dennis Ray? Danke. Herr Rehm, wir hätten ein paar Fragen an Sie. Schon wieder die Cops. Bringen Sie mich etwa aufs Revier? Wir würden die Hotelbar vorziehen. Kein Wunder, dass Sie hier so viele Arbeitslose haben. Warum lassen Sie mich nicht einfach meine Arbeit machen? Weil an Ihrer Arbeit was faul ist. Kannten Sie Anna von Wert? Ja, flüchtig. Sie war überall da, wo ich auch hinkam. Sie hat Ihnen in Ihrem Buch ein Kapitel gewidmet. Allerdings kein sehr schmeichelhaftes. Genau, Anna von Wert ist Ihnen auf die Schliche gekommen, dass Sie mit gezinkten Karten spielen. Also, Sie haben genauso wie mir an Ihr UFO gesehen, oder? Denken Sie etwa, ich hätte was mit Ihrem Tod zu tun? Jemand hat das Manuskript gestohlen und die Disketten vernichtet. Sie hätten einen Grund dazu. Ich war zu dem Zeitpunkt in den Staaten. Erst als ich von der UFO-Sichtung erfuhr, bin ich rübergeflogen, um ein Konzert zu veranstalten. Würden wir das überprüfen? Wer ist denn überhaupt informiert? Ich habe überall auf dem Globus Leute, die mir sofort eine Message schicken, wenn irgendwo was Außerirdisches abläuft. Aha, also im Klartext heißt es, wenn irgendwo auf dieser Welt irgendeine Rauschkugel von Bauernbummer Halluzination hat und der UFO sickt, dann fahren Sie sofort dahin und veranstalten ein Konzert, oder? Würden Sie uns bitte Namen und Adresse Ihres Informanten aufschreiben? Was soll das alles? Mein Business ist das Entertainment und nicht das Killing von sonst wem. Was war mit dem 13-jährigen Mädel in Boulder, Colorado, das ihr Leben verloren hat? Er konnte ahnen, dass diese Kids so ausflippen, wenn sie ein UFO sehen. Sind wir fertig? Ich muss meine Show vorbereiten. Ich lasse uns lieber bleiben. Der Countdown läuft und ihr Cops könnt ihn nicht stoppen. Bei euch Amis geht anscheinend gar nichts ohne Countdown, oder? Aber in Bayern zieht ihr doch auch rückwärts. Der Willy Brandschutz hat in Bayern gehen die Uhren anders. Hallo. Hallo. Hey, ich bin ein Rimpfig. Ja, ich weiß, aber warum? Die Einzige, die das Projektil haben kann, ist die Brettschneider. Kommst du denn da drauf? Ja, obwohl ich mit dem Eisen mich auf der Keltenschanze unterhalten habe, da hat sie sich buckt und irgendwas aufgekommen. Und da hast du sie nicht zur Rede gestellt? Ja, so gut, das ist war ein 50er. Du warst auch schon mal besser. Ja, damals habe ich von der Munition noch nichts gewusst. Da war das nadelförmige Projektil für mich ein unbekanntes Flugobjekt. Aber weißt du, was das bedeutet, dass die hier in der Hotelhalle steht? Nein. Dass die nicht auf dem Zimmer ist. Los, komm. War nicht schon wieder. Kannst du nicht machen, dann mache ich ihn mit. Ja, wieso? Nee, freiwillig guckt das Projektil nie raus. Lassen diese Wissenschaftler sind in die Trophäen, sind sie ja her wie die Ufologen hinter die Aliens. Und eins muss in deiner preußischen Art der Arme merken. Die ist nicht die schlechteste. Wer dem Gesetz Geltung verschaffen will, muss es ab und zu übertreten. Aha, hat es Nixon gesagt? Nein, das sag ich, aber wie kriegst du das auf Nixon? Na, einfach im Hotelzimmer. Watergate lässt grüßen. Na, dann schau mal, wie das Watergate. Da, schau, geht schon. So, du da, ich da drin. Okay? Beeil dich. Ja, ich mach das nicht zum ersten Mal. Ich hasse sowas. Hast du was gefunden? Ja, bloß so geschissene UFO-Literatur. Weißt du, Katrin, wir sollten mal zusammen Urlaub machen. Wenn hier alles vorbei ist, nur wir beiden. Ach, Harald. Das sind die Nadel im Heuhaufen. Ich höre jemanden. Nur wir beide. Ja, und wenn das nur die Brettschneider ist, das Zimmer hat keinen Balkon. Ich kann Fassaden klettern, du nicht. Wenn du magst, fix. Ich hab genau gesehen, wie sie die buckt hat und dort was aufkommt. Und da hast du so was Verstecker, so was Nadelförmiges. Was? Um Hals? Scheiße. Was machen Sie in meinem Zimmer? Grüß Gott. Wer sind die beiden? Die Kripo als Hoteldiebe. Kripo stimmt. Ist Ihnen klar, dass das ein extrem unangenehmes Nachspiel für Sie haben wird? Ich werde sofort Frau Dr. Körner anrufen. Ja, das trifft sehr ausgezeichnet. Da können Sie Frau Dr. Körner gleich mitteilen, dass Sie extrem wichtiges Beweismaterial unterschlagen haben. Ich? Das ist absurd. Sollen Sie noch mal ein Haus hängen? Was ist denn das? Frau Kollegin Lorenz, Ihr Ressort, bitte. Darf ich oder geben Sie es mir freiwillig? Augenblick. Frau Dr. Brettschneider hat die Nadel lediglich untersuchen lassen. Und zwar von mir. Wer ist dann noch als Sie? Harald Voss, Institut für Materialprüfung TU München. Normalerweise geben wir sowas ans LKA.
Ja, die geben es an uns weiter. Na wunderbar. Und was habt ihr rausgefunden bei der Legierung? Was ist das für Material? Nicht zu identifizieren. Sozusagen nicht von dieser Welt. Also wir spielen jetzt alle. Und damit fällt es streng genommen nicht in Ihre Kompetenz. Ich werde sie Ihnen für einen bestimmten Zeitraum borgen. Und den werde ich mit Frau Dr. Körner abstimmen. Streng genommen fällt in diesem Fall alles unter meine Kompetenz, was sich zwischen Himmel und Erde befindet. Da hat er recht. Und schreibt dazu, dass wir das Projektil noch mal überprüfen, aber nicht an der TU, dann haben wir wenigstens zwei Gutachten. Ja, und wenn Sie übereinstimmen, dann haben wir einen Außerirdischen als Täter. Und was machen wir dann? Ja, was du machst, weiß ich, ich gehe zum Finanzamt, weil was Außerirdisches als Steuerpolitik gibt's nicht. Versprochen? Kannst du darauf verlassen. Übrigens, kein Wort an die Presse, bevor das Projektil nicht auf Herz und Nieren untersucht ist, ja? Klar. Gelogen. Was, der Dennis Rear? Exakt. Name und Adresse seines Informanten sind definitiv falsch. Ah, das ist interessant. Heute der Kaffee ist von gestern, der ist eiskalt. Kalter Kaffee macht schön hier. Na, dann brauchst du mir keinen geben, bei mir kommt ja die Schönheit von innen, den kannst du selber trinken. Zum Tatzeitpunkt war der Dennis Rear in die USA. Der ist so gleich mit der ersten Maschine noch einmal drüber geflogen, aber für den Tatzeitpunkt hat er einwandfreies Alibi. Ja, aber dann fragt sich nur, wer ihn von dieser UFO-Erscheinung und von dem Mord so schnell in Kenntnis gesetzt hat. Internet. Mein Gott, ich habe keine Ahnung davon, aber das kann doch sein. Du bist ja richtig genial. Also dieser Kaffee schmeckt scheußlich. Ja, für ein bisschen Schönheit kannst du schon ein bisschen leiden. Dann sollten wir uns noch mal persönlich mit ihm unterhalten, oder? Alice, sag mal, ich wollte wissen, ist diese Psychotante wieder bei dir aufgetaucht? Ja, hast du einen sechsten Sinn, ha? Gerade fahrt's vor, diesmal in einem Polizeiauto. Was? Scheiße! Alice, ich hab da nichts verbrochen und darum habe ich auch nichts zum Verbergen. Ey, ich komme sofort raus! Weiß die Dame schon. Tschüss. Ist gut? Das ist der Seppel Wendner. Wo wollt ihr denn hin? Na, auf zur Kettenschanzen. Ja, da fahren wir mit. Ja, da kommen wir mit dem Auto nicht rauf, da brauchen wir einen Jeep. Ja, dann gehen wir eben zu Fuß. Okay. Frau Treffler, wenn jetzt das Zimmer vom Herrn Rear ist, das können wir uns gleich auflassen. Ah, ich habe ihn gerade interviewt. Was gibt's denn eigentlich Neues im Falle Anna von Wert? Nichts für die Presse. Mhm, sie tappen also immer noch im Dunkeln, stimmt's? Aber die Sonne der Erleuchtung wird bald ein paar Strahlen auf uns herabschicken, keine Angst. Mhm, und was wollen Sie dann von Herrn Rear? Freikarten für sein Konzert, was sonst, darf ich? Für den, Herr Freund Treffler. Bitte. Herr Rear, sind Sie da? Herr Rear, aufwachen. Ach, Ihnen scheint das Interview ganz schön geschlaucht zu haben. Schaut so aus. Herr Rear. Verdammt! Hat man in einem Polizeistaat niemals Ruhe vor den Cops? Die Tür war offen. Wenn Sie das Fräulein Treffler suchen, die ist gerade abgehauen. Ja, und wir stören Ihren Schönheitsschlaf nicht ohne Grund. Es ist diese Zeitverschiebung. Ja. Darf ich sitzen bleiben? Ich habe nichts an. Ich glaube, ich sehe nichts Neues. Wir kommen wegen Ihrem Informanten. Den Sie uns genannt haben, der ist leider nicht existent. Das kann sein. Ja, kennen Sie den nicht? Nein, es war eine E-Mail. Und woher hat er Ihre Internetadresse? Ich schicke andauernd Messages um den Globus, die nach außerirdischen Vorkommnissen fragen. Es war eine E-Mail. Unter dem Namen, den ich Ihnen aufgeschrieben habe. Aha, es kann also irgendwer gewesen sein. Eine Aussage unter Hypnose könnte Sie entlasten. Naja, ist schon recht. Und dann noch in einem Hotelsaal, ja? Und vor die ganzen Leid. Vor Ufologen, die alle auf Ihrer Seite sind. Je mehr Zeugen wir haben, umso besser. Sagen Sie, Sepp, warum wollten Sie unbedingt mit uns hier hoch? Sieht dieser Ort Sie magisch an? Na, das nicht, aber sonst schimpft der Vater wieder den ganzen Tag. Aber seine Wiese hat er offenbar vermietet. Bloß wegen am Geld, nicht weil er an UFOs glaubt. Hören Sie zu, ich vertrete seit langem, auch in Fachzeitschriften, die These, dass es außerirdischen Wesen möglich ist, in unser Bewusstsein einzudringen und unser Denken völlig zu manipulieren. Ohne natürlich auch nur den geringsten Beweis für diese Behauptung antreten zu können. Aber ich bin doch immer nur der Geschwendner, Sepp. Glaubt's mir's? Sie denn da? Tut mir leid, Officer, time is money. Sie erwische ich auch noch. Sepp!
Die Alice, also Fräulein Treffler meint halt, dass... Die Meinung einer Volontärin ist irrelevant. Alter, sag mal, bist du etwa umgefallen? Wenn ich dich daran erinnern darf, du hast einen Exklusivvertrag mit das mir und meiner... Das ist alles längst geregelt. Ach ja. Und wer sind Sie eigentlich? Dr. Körne, zuständige Staatsanwältin. Oh nein, Sie haben nicht etwa mit meinem Chef gesprochen. Mit dem Chef Ihres Chefs. Der Tölzer Kurier wird über das Experiment von Frau Dr. Brettschneider ausführlich berichten. Wir sehen uns um 20 Uhr. Wenn's mir wieder massieren, ist mir alles recht, Frau Dr. Brettschneider. Sicherheit, ha? Schönen Dank. Hallo. Ja? Kommen Sie, wir sind ohnehin schon die Letzten. Ja. Ich bin schon wieder ganz kribbelig. Stellen Sie sich vor, heute hören wir womöglich von Einzelheiten, die noch nie zuvor berichtet wurden. Und Sie kennen auch niemanden, der einen Außerirdischen persönlich getroffen hat? Nein, immer nur davon gelesen. Ja, aber in der Regel halten ja auch die Geheimdienste und Regierungen der betreffenden Länder solche Einzelheiten jahrelang unter Verschluss. Da komme selbst ich nicht ran. Und ich komme nicht an den Brotkorb. Mama, mir hängt der Morgen in die Knie. Was ist jetzt? Ja, aber du gehst doch mit. Wirklich nicht. Herr, wie können Sie in einem solchen Moment nur ans Essen denken? Wieso? Der IT hat doch als erstes auch gleich einen Kühlschrank gefressen. Naja, Sie werden schon noch lernen. Gehen Sie nur schon voraus. Lassen Sie mich das machen. Okay. Benno, du musst doch aus beruflichen Gründen hin. Du musst doch wissen, was der junge Gschwendner unter Hypnose aussagt. Mama, ich hab von der Frau Dr. Körner höchst staatsanwaltliche Dispens, dass mir ich den Vortrag nicht anschauen muss, ja? Was ist jetzt? Gibt es was zu wissen? Nein. Mama, mit den scheiß UFOs habe ich 20 Pfund verloren inzwischen. Ja, sei froh. Und du behauptest alleweil, dass an den UFOs gar nichts dran ist. Frau Berghammer, wir müssen. Ja. Mama, gibt es was zum Essen oder gibt es nichts? Ja, im Kühlschrank. Da ist ein Tomatenfisch, der ist scharf. Berghammer. Benno, ich bin's. Ja, Sabrina, grüß dich, was geht's? Gerade ist ein Fax gekommen, was dich außerordentlich interessieren dürfte. Ja, ich komm gleich. Wir sehen uns gleich. Vierte. Ja, ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, was ich unter diese ganzen Bücher raussuchen soll da. Das hier, das ist für einen Einstieg ideal. Ja. Es ist unheimlich kompetent geschrieben und trotzdem allgemein nachvollziehbar. Allgemein verständlich, ich würde das nehmen. Danke. Herr Dr. Eisner! Dass Sie hier sind, das habe ich mir gedacht. Bitte Sie. Ist doch Ehrensache. Sind wir wahrhaft Wissende, nicht eine große Familie? Genau. Darf ich Ihnen Frau Berghammer vorstellen? Meine Wirtin, Herr Dr. Eisner. Ja, grüß Gott. Herr Dr. Eisner, haben Sie bereits Quartier? Nein, kein Bedarf. Ich wohne 30 Kilometer von Tölz entfernt. Ah, ich hätte sowieso nichts mehr frei gehabt. Ja. Ja. Die Damen entschuldigen mich. Es gibt wieder so viele Neuerscheinungen. Wer war denn der Herr? Herr Dr. Eisner hat noch nie einen Kongress verpasst. Er ist übrigens Physiker. Hey, was man da für Leute kennenlernt. Und mein Sohn, der hockt daheim. Den kennen wir auch noch. Ja, das sagen Sie. Weil sie ihn nicht richtig kennen. Aufgrund unserer Laboranalyse kommen wir zu dem abschließenden Ergebnis, dass eine derartige Legierung nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft nicht bekannt ist. Also der Lover von der Brettschneider hat das sehr viel schöner formuliert. Es ist nicht von dieser Welt. Mhm. Auch konnten keinerlei Trahlspuren festgestellt werden, was auf eine Materialhärte schließen lässt, die es mit vorliegenden Eigenschaften nicht gibt. Damit wäre unser Schicksal wohl besiegelt. Ich muss nach einem außerirdischen Täter fahnden und du musst ins Finanzamt übersiedeln. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Welche Laus ist Ihnen denn über die Leber gelaufen? Gilt Ihr Angebot von neulich noch? Wie? Ach, ist ja auch egal. An diesem Abend damals habe ich dem Sepp 2 E-Pillen gegeben. Ja, ich weiß, zusammen mit dem Alkohol hätte das gefährlich werden können, aber diese Landmänner haben ja zum Glück eine Ochsennatur. Das kann ich bestätigen, aber was sind E-Pillen? Ecstasy. Ach, Ecstasy, das zeigt, was uns in der Disco eindröhnt. Du meine Güte, Sie haben den armen Jungen ja vollkommen überdrogt. Ja, haben Sie denn geglaubt, dass an diesem UFO-Gequatsche irgendwas dran ist? Naja, also ich hatte... Nein. Der Einzige, der felsenfest davon überzeugt ist, ist der Sepp.
Aber unter Hypnose wird er doch die ganze Wahrheit ausplaudern. Und dann nageln die mich ans Kreuz. Meine Kollegen, die Leser, ach, mein Chef. Dann kann ich den Beruf wechseln. Ich glaube, es gibt in Deutschland genug Zeitungen, die so kreative Journalistinnen über Sie brauchen können. Aber ich muss ins Finanzamt. Dabei wollte ich doch einfach eine geile Story lostreten. Das ist Ihnen gelungen, wenn Sie mal schauen, was hier los ist in Tölz und Umgebung. Aber das Schlimmste kommt noch. Wir müssen zu Frau Dr. Brettschneider. Ich meine, wir müssen ihr die Wahrheit sagen. Die Arme kriegt sonst einen Schock fürs Leben. Sie ist die Einzige, die einen Schock kriegt, wenn es kein UFO sieht. Verstehe. Frau Treffler, noch was. Vielen Dank für diese überaus nützlichen Informationen. Aber wenn Sie in Zukunft wieder solche E-Pillen, wie Sie das nennen, an die Landbevölkerung verteilen, dann kann es schon sein, dass wir Ihnen einmal das Drogendezernat schicken, gell? Kapiert. Wiederschauen. Und jetzt? Brett Schneider. Herzlich willkommen zum 5. Ufologenkongress, heute in Bad Tölz. Kathi! Ich habe schon wieder trotzdem einen Unfall gehabt. Keine Sorge, wir sind exakt im Zeitplan. Sepp Schwenden, Harald Voss, ein guter Bekannter. Bis gut. Tag. Wo willst du mit dem hin? Ja, nach oben. Ich muss ihn noch etwas vorbereiten. Entspannen. Sepp, ganz ruhig. Hinterher werden wir unseren Erfolg schon gebührend feiern. Erfolg, ja. Ihr beide. Auch in deinem Zimmer? Ja, du bist doch nicht etwa eifersüchtig. Das wäre doch zu töricht. Ich rufe dich morgen an und jetzt entschuldige uns bitte. Frau Dr. Brettschneider, ich möchte nicht, dass Sie jetzt einen Streit bekommen, gell, mit Ihrem Bekannten. Ich meine, wegen mir. Unsinn. Harald hat mir schon 3 Heiratsanträge gemacht. Und es besteht nicht der geringste Grund zur Annahme, dass er in nächster Zeit die Flinte ins Korn wirft. Wieso ist denn hier das Licht an? Kommen Sie ruhig rein. Setzen Sie sich hin. Sie sollen sich hinsetzen. Keine Dummheit. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Der Name dürfte Sie wohl kaum interessieren. Ich bin hier, um meine Mission zu verteidigen. Was für Mission? Bedauerlicherweise muss ich Sie töten, Sie beide. Warum? Wenn Insekten einer Flamme zu nahe kommen, dann verbrennen sie. Sie sind der Wahrheit zu nahe gekommen. Und da ich persönlich nichts gegen Sie habe, gebe ich Ihnen noch genau 2 Minuten. Um diese Wahrheit zu erfahren, die Sie dann mit in Ihr Grab nehmen werden. Herr Berghammer! Ah, Frau Dr. König, grüß Gott, um was geht's? Sie haben doch nicht etwa vor, das Experiment von Frau Dr. Brettschneider in irgendeiner Weise zu stören? Das Experiment von der Frau Dr. Brettschneider, wie kommen Sie denn auf sowas? Nein, ganz im Gegenteil. Nein, wir müssen das Autogramm holen, weil die Frau wird jetzt so bekannt und so berühmt werden, dass die uns wahrscheinlich dann noch nicht mehr kennt. Und das ist gut, wenn wir uns jetzt ein Autogramm holen, dann haben wir nämlich eins, verstehen Sie? Aus Ihnen werde ich wohl nie ganz schlau werden. Da muss ich aufpassen, Frau Dr. Körner. Wenn Sie aus was nicht schlau werden, holen Sie es gleich für was Außerirdisches. Frau Lorenz, Sie garantieren mir, dass Ihr Kollege wenigstens heute Abend nichts durcheinander bringt. Aber warum ich? Frau Dr. Körner, wenn ich was durcheinander bringe, kommt es gleich daher, weil ich nicht von dieser Welt bin. Das kann ich bestätigen. Ja. Ja, Benno, es ist ja doch so. Mama, diese unheimliche Begegnung der mütterlichen Art, die wir es gerade noch brauchen. Wo ist denn? Ja, wo ist denn hin? Wir müssen doch in den Saal, da hinten. Alle sind schon dort. Schick die, sonst kriegen wir ja nichts mehr mit. Mama, ich gehe doch nicht hier, weil ich am Ende verheiratet bin unter Hypnose. Na, war das schlecht. Aber das wäre die einzige Möglichkeit, wenn die Frau in Trance ist. Ja, ist schon recht. Servus, geht denn? Ja, Kammer, wir müssen. Ja, also er kann sich überhaupt nicht anpassen, gell? Ja. Ja, er muss gegen alles, muss er dagegen sein. Schon als Kind hat er nicht folgen können. Also, wissen Sie übrigens, dass bei seiner Geburt in der Nacht das Nordlicht am Himmel gestanden ist? Ach, das ist ja eine interessante Konstellation. Das erklärt einiges. Wissen Sie, ich habe ganz interessante Literatur dabei über Nordlichter. Ja. Im Koffer oben. Ja. 3 Bücher. Ja. Müssen Sie haben, das ist was für Sie. Ja. Wollen Sie es gleich oder wollen wir erst nicht? Ja, aber jetzt geben wir erst am Schluss noch was. Das ist morgen. 6 Monate lang hat sie mich ausgehorcht. Und dachte ich würde es nicht merken. Anna von Werth war wie besessen von der Idee, mich und meine Mission in ihrem Buch bloßzustellen. Und das wurde ihr zum Verhängnis. Sie beide werden die Nächsten sein. Ihr sollt euer Wissen unbeirrbar und stetig vergrößern, ohne auch nur eine Stufe zu überspringen.
Ihr dürft keine Stufe überspringen. Genug jetzt. Mit wem soll ich beginnen? Frau Dr. Brettschneider. Ladies first. Jetzt hören Sie doch auf mit diesem Unsinn. Aber es sind doch Ihre Theorien, die Sie in diese Lage gebracht haben. Und ich? Sie haben mich auf der Keltenschanze gesehen. Ihr damaliger Zustand hat Sie gerettet. Aber unter Hypnose werden Sie sich zweifellos an mich erinnern. Sie hätten sich nicht dazu überreden lassen dürfen. Hey, Dieter. Tag, Frau Dr. Brettschneider, Herr Gschwendtner. Ist gut. Ist das nicht Hypnose? Hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Darf ich mir einen Apfel nehmen? Was? Ja, was ist jetzt los? Warst du mit einem anderen im Ufer, oder wie? Ah, Herr Dr. Eisner. Respekt, Frau Kollegin. Ist doch was hängen geblieben von der hauptstädtischen Nahkampfausbildung, hä? Sieh mal, was wir hier noch haben. Die vielgesuchte Nadelspritze. Ja, mit der wollte er uns gerade umbringen, uns zwei. Aber wenn das so ist, Herr Dr. Eisner, dann muss ich darauf hinweisen, dass ab jetzt alles, was Sie ab jetzt sagen... Ich bin nicht Dr. Eisner. Wer sind Sie dann? Meine Heimat ist auf Epsilon Eridani. Also griechische Insel, oder wie? Dieser Stern ist 11 Lichtjahre, respektive 104 Billionen Kilometer von eurem Planeten entfernt. Sie Banause, eine für Erdlinge geradezu unvorstellbare Distanz. Ja, Hauptsache Sie können sich's vorstellen. Herr Berghammer, unsere Zivilisation ist 184.000 Jahre älter als eure. Entfernungen spielen für uns längst keine Rolle mehr. Der Mann ist völlig... Wahnsinnig! Ja, kann man sagen. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass ich Mitglied eines Teams bin, das euch zu beobachten hat. Um unentdeckt zu bleiben, war es notwendig, in einen Erdling einzudringen und ihn als Tarnung zu benutzen. Ich habe dazu diesen Dr. Eisner gewählt. Und wie ist dann Ihr richtiger Name? Wir haben 15-stellige Codenummern. Aber Sie dürfen mich mit 4739 anreden, das ist sozusagen mein Vorname. Danke. Ja, wenn wir schon fast per Du sind, 4739, dann verzeihen Sie mal, wo ist die Waffe her, haben Sie das in der Galaxie mitgebracht? Natürlich nicht. Auf Eridani wurden schon vor Tausenden von Jahren sämtliche Waffen abgeschafft, nachdem das Aggressionspotenzial der Bewohner genetisch eliminiert wurde. Werden die wahrscheinlich auch keine Polizei haben, oder? Ja, aber woher stammt dann dieses Ding? Ein Erfinder, einer von euch, hat sie in dieses Institut gebracht, um sie testen zu lassen. Anschließend wollte er sie der Rüstungsindustrie anbieten und mit einer neuartigen Munitionslegierung ein Vermögen verdienen. Stattdessen wurde er meine erste Versuchsperson, Sie verstehen. Tod durch Herzversagen. Ja, wenn es ja so ist, Herr Dr. Eisner, Entschuldigung, 4739, dann wird es Zeit, dass man Sie mit der terrestrischen Polizeieskorte gebührend empfangen. Ruft die Kollegen und sagt, wir haben einen außergalaktischen Staatsgast. Damit sagen, dass die Frau vom Wert vielleicht gar nicht wahnsinnig war. Das ist mal wieder typisch, hä? Nur weil man euch in ferner Zukunft ein Leben als Arbeitssklaven und Lustobjekte vorausgesagt hat, muss man noch lange nicht wahnsinnig sein. Ferner Zukunft ist mir wurscht, da bin ich Zwitter. Lust- und Arbeitssklave. Also ich denke mir mal, sie wollte uns nur darauf hinweisen, dass es in allen Ländern Lebewesen gibt, die sich nur äußerlich menschlich tarnen, ja. Manchmal ist auch das Gegenteil der Fall. Ja, komm, Mutant, du. Pass auf, dass die Brettschneider ist in der Fahrt, weil die ist kurz davor, dass es normal wird. Ja, das stimmt. Sie hat mir erzählt, den nächsten Heiratsantrag von Herrn Voss nimmt sie an. Ich finde das sehr menschlich und normal. Für Parapsychologe ist Heiraten schon fast übernormal. Dann wärst du ein Parapsychologe. Na, für meine Mutter bin ich ein UFO. Ja, dann komm, du Muttertant. Hi, Mr. Rhea. Was ist denn? Wir kommen als Freund und helfen. Wir wollen Sie vor einer Riesenblamage bewahren. Verstehe kein Wort. Diese Wiese hier hat so viel Außerirdisches erlebt wie mein Bügelbrett zu Hause. Ja, und das wird morgen in allen Zeitungen stehen. Diese UFO-Reise vom Sepp Gschwendtner, das hat er sich in seinem Vortrag im Kopf zusammen halluziniert. Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass ich Entertainment mache? Showbusiness. Der Sendeplatz steht, 2000 Tickets im Verkauf. Sie haben den Leuten eine UFO-Sichtung versprochen. Ja und? UFOs gibt es denn auch verlangen? Wie stellen Sie denn das vor? Also gut, ich zeige es euch. Vorher geht dem Kopf ja doch keine Ruhe, aber nur ganz kurz. Schau genau hin. Hey,
das ist genial. Jetzt verstehe ich einiges. Jetzt wird es ein bisschen kalt. Und fällt dir ein bisschen Tür ein. Lisa. Lisa. Was ist denn jetzt schon wieder? Komm her, schnell. Warum schaut der das an? Geschwind. Ja, steh auf vom Bett aus, siehst du es nicht. Schick dich. Mein Gott, nein. Für wie blöd halten Sie die Leute eigentlich? Ich meine, wenn die das Ding hier sehen, dann wissen die doch Bescheid. Schick die. Ja, was soll ich denn sehen? Da ist ja nix. Aber gerade war's noch da. Ja, was denn nur, Anteil? Was der Sepp auch gesehen hat. Ein UFO. Da droben am Himmel. Vielleicht kommt's noch mal. Jetzt bleib da, sonst hab ich kein Zeichen. Wir müssen am Fenster bleiben, bis wieder auftaucht. Heilige Maria, Mutter Gottes, jetzt fängt das alles wieder von vorne. Die Lichtmaschine wird im Wald versteckt. Laser, je perfekter die Illusion, umso weniger zählt die Realität und alles wird zum Entertainment. Tja, Volks, die Realität ist out. Das Publikum will nichts mehr wissen, es will unterhalten werden. Jetzt verstehe ich einiges. Die Welt will betrogen sein. Sie fliegen jetzt wohin? Wiedersehen! Du meinst auf nimmer Wiedersehen, oder? Ich weiß gar nicht, was du hast. Bloß weil einer von denen narrisch geworden ist, müssen ja nicht alle narrisch sein. Ich bin froh, dass wir die los sind, die Wahnsinnigen. Wenn das nächste UFO gesichtet wird, ja? Da brauche ich sie nur zu verständigen. Dann sind sie schon wieder da. Haben wir jetzt kapiert, dass ja nicht da war kein UFO und da wird niemand sein. Das ist doch ein Traum mit den UFOs. Ich habe ein Buch gelesen, da steht was vollkommen anders drin. Und irgendwas muss dran sein. Denn dass diese Leute mir einen riesen Umsatz beschert haben, das kannst du nicht bestreiten. Und ich habe mal ein Buch gelesen, als was drin stand von einer unbefleckten Empfängnis. Über meine Ufologen lasse ich nichts kommen. Da, da, schau dir das einmal an. Was sagt eine alte Volksweisheit? Alles Gute kommt von oben.